Ja, Weihnachtsmärkte stehen natürlich jetzt momentan auch in der Diskussion. Ich freue mich, dass Heidelberg Marketing ein gutes Konzept vorgelegt hat. Ja, kleiner, ja, reduzierter, auch mit Eingangskontrollen auf die Plätze, sodass wir sicherstellen können, dass nicht zu viele Menschen dann auf dem Weihnachtsmarkt sich aufhalten. Das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass wir sagen können, das könnte funktionieren. Das hört sich sehr schlüssig an, auch das Einbahnstraßensystem, was man einführen will, sodass wir hoffen, wenn die Infektionszahlen jetzt nicht drastisch ansteigen, dass man mit diesem Modell etwas kleiner, etwas regionaler einen guten Weihnachtsmarkt durchführen kann.